zurück, mein lieber Freund, zu FIFA Mobile hier auf Two Let's Do. Heute geht es um die Liga Banana BM League, meine eigene Liga. Wir spielen hier gerade gegen ein recht starkes Team, 32 gegen 32. Das stärkste ist hier ein 98er, der 47 Tore erzielt. Und ich muss noch meinen Beitrag leisten. Ihr seht es hier, Ben Masterful braucht noch 3. FIFA Garmin muss noch spielen, der Leon muss noch spielen, der Nico. Während ihr dieses Video seht, ist dieser Spieltag schon vorbei, denn ich nehme hier am Donnerstagabend auf. Und ja, 15 Stunden, also ihr werdet dieses Video später sehen. Also, ich suche mir jetzt mal hier meine Gegner raus. Da wären 92er, 89er könnte ich hier noch spielen. Huch. Da ist ein 88er, der wurde schon fleißig bespielt. Wo war der? Hier ist 99er, 89er, guck mal, spielen. Also, es haben noch nicht alle mitgemacht. Bei mir ist es ja so, wer in der Liga nicht mitmacht, fliegt raus. Bam. Also, mein neues Team. Ihr kennt es ja aus den letzten Folgen. Das war mein Gegner. Und jetzt kommt hier Isco, der neue Mann im ZOM. Ich habe umgestellt und war damit ziemlich erfolgreich. Bin wieder in Legende aufgestiegen, was mir super gefiel. Bam. Einfach nur bam. So, fangen wir an. Für Anstoß tippen mit Suarez. Ihr wisst ja, was ich versuche. Ah, nicht gut genug. Der trifft, aber der trifft. Suarez trifft einfach. Suarez trifft einfach schon wieder. Vom Anstoß weg. Also, was für ein Spieler. Ich hatte ja Lewandowski versucht. So. Nein, müsste... Oh, nicht mal Eckball. Hätte ich vielleicht spielen sollen. So, tolle Chance. Das ist natürlich gut. Es wird wieder ein spannender... Nein! Oh. So, Isco, der kann den Rainbow und dann muss der kommen lang. Zweites Tor nach 10 Minuten. Das ist kein Versus-Angriff, das ist ja hier im Turnier. Der Spielmodus ist ein wenig anders. Man muss hier aber trotzdem so viele Tore wie möglich erzielen, weil jedes Tor trägt zum Gesamtsieg der Liga bei. Und wie gesagt, wir wollen ja richtig rocken. Mit dem im Liga-Modus. Deswegen bitte ich natürlich immer alle, die aktuell in meiner Liga sind, mitzuspielen. Oh, dass ich den verschieß. So, Ronaldo mit dem Rainbow. Und aus der Position muss das Ding einfach auf jeden Fall ins Tor. So, Isco, Ronaldo. Bam, 4 Tore nach 21 Minuten. Geht besser, geht besser. Ich möchte am Ende, möchte ich so 9 oder 10 Tore haben. Also 5 noch. Road to fehlen 5. Unfassbar, dass ich hier nicht rechtzeitig gespielt habe. Suarez. Bam, 5-0. Also mit ein bisschen mehr Konzentration geht natürlich auch mehr. Wenn ich nicht aufnehme, bin ich immer ein Stückchen besser. Ah, so, 0-6. So, und deswegen möchte ich auch keine Leute in der Liga haben oder keine neuen. Ich werde keine neuen aufnehmen, die schwächer als 90 sind. Erstens habe ich genug Bewerber, die wirklich gut sind. Und ihr seht, was mit solchen Mannschaften passiert. Die werden halt auseinandergenommen. So, 7 Tore nach 30 Minuten. Noch einmal der neue Star in der Mannschaft, Isco. 8 Tore. 8-0. Also seit Isco läuft es, Petit ist raus. Ich würde ja gerne nochmal umstellen, aber dazu brauche ich 2 ganz neue Spieler, LM und RM. Ein anderes System spielen. Mal gucken. Mir geht langsam das Geld wieder aus. So, 9-0. Hier ist nicht ganz so viel Pfeffer drin wie in den Versus-Folgen. Aber ich denke mal, Isco, bam, da sind 10. Also, mehr als erhofft, erwartet. Erhofft und erwartet. Also, 10 Tore habe ich und es geht noch weiter. Nochmal Isco. Varane kommt angelaufen. Oh. Hätte ich besser machen müssen. Ich meine, jetzt ruhe ich mich so ein bisschen auf meinen Zehen aus. Das ist natürlich genau das, was man nicht machen sollte. Kluivert. Suarez. Mit dem hätte ich schießen können. Ronaldo war im Abseits. Und das war's. 10 Tore. So, ihr könnt jetzt gerne über mich richten, ob 10 Tore ausreichend sind gegen so einen Gegner. Also ich denke mal, 1, 2, vielleicht 3 mehr wären drin gewesen, wenn ich mich hundertprozentig ohne Aufnahme konzentrieren würde. So, aber ich kann da weitermachen. Ich habe ja noch 2 Spiele.
Ich suche mir natürlich die schwächsten Gegner raus. Hier werden irgendwo war noch ein 90er. 90er, da, guck mal. Den nehmen wir jetzt. Bam. Gameplay-Ressourcen werden heruntergeladen. So, da ist das 90er-Team. Und da ist mein Meisterteam. Also, wir haben jetzt ein völliges Meisterteam. Sieht natürlich nice aus. Also, ich liebe auch die Anordnung. So, Suarez, wir wissen alle, was jetzt kommt. Ob er wieder rein... Nein, der ist Latte. No! Da habe ich zu doll geschossen, ganz einfach. So, Isco. Isco. Bam, erstes Tor. Aber erst nach 7 Minuten. So, hier hätte ich auch wieder gerne so 7 bis 8 Tore. Damit wäre ich persönlich für mich zufrieden. Isco. Und der Keeper ist dran. Das ist echt noch nicht gut, was ich hier abliefere. Und der Keeper hält auch den wieder. Manometer. Also Eckbälle sind eigentlich immer einfaches Ding. So, 0-2. Nach einer knappen Viertelstunde. Puh, egal. Jedes Tor zählt. Ich sag's ja immer wieder, selbst wenn ihr gegen ein 96er-Team oder so ran müsstet, jedes Tor zählt. Ah, und jedes Tor, was ich hier nicht mache, zählt natürlich genauso in die Negativrechnung mit rein. Nein, wieso schießt er nicht? Ich hab doch gewischt. So, wenn der so raus... Nein. Nein. Boah. So, ich probiere es mit Suarez immer wieder gern. Also Suarez, Fußballgott. Also Longshot Gott Suarez. Also Lewandowski war nicht so gut. Der ist zu doll. Ja, schade. Aber ich komme hier auch bisher nicht auf meine Wunschtore oder auf die Wunschanzahl der Tore. So, 4 nach 31. 4 nach 31, das ist noch zu wenig, ganz klar. Aber wie gesagt, lieber 4 und spielen als gar nicht spielen. Isco macht das 5. So, 5. So, nochmal Suarez. Guck mal, den mache ich auch immer ganz gerne. Einfach mal so, zack, boom. 0-6, 35 Minuten. 1-2 Tore noch und dann wäre ich zumindest im Ansatz befriedigt. So, die Dinger finde ich immer nicht so super, wenn ich hier von der Seite komme. Nein! Zu harmlos. So, Ecken sind auch nicht mehr immer gut, aber 7. So, Minimum erzielt. 7 Tore, Minimum geschafft. Alles, was jetzt kommt, ist für mich ein guter Bonus. Schön auf Suarez. Und den machen wir. 8 plus 1. Bam. So, nochmal Isco. Und zack, 9. Plus 2. Vielleicht kriegen wir noch eine Chance. Tolle Chance. Das wäre natürlich riesig, wenn ich auch hier wieder 10 Tore erziele. Suarez, nicht ein... Nein, ich wollte es gerade sagen. Versuch ihn easy zu machen. Wieder 10. Wieder 10 Tore. Das ist gut. Und kriegen wir, ich wollte gerade sagen, kriegen wir noch eine Chance? Nein. Also, ich denke mal, hier bin ich mit 10 Toren ganz gut davon gekommen. Das haben wir ganz gut hinbekommen. Schade ist natürlich, dass man hier bei diesem Modus erst, nachdem die ganze Liga gewonnen hat. So, wir führen jetzt mit 343 zu 307. Und wie gesagt, Benny Gamer oder FIFA Garmin oder Leon 1405. Wer nicht spielt, Nico zum Beispiel. Wer hier nicht spielt, fliegt raus. Es gibt genug Bewerber. Es gibt wirklich genug Bewerber mit guten Teams. Also wer hier nicht spielt und wir deswegen verlieren, allgemein, ihr fliegt auch so raus. Wer nicht spielt, fliegt raus. Ihr kennt das System. So, ich muss da so hart sein. Ich muss da einfach so hart sein. So, also letztes Spiel hier. Ja, ein 91er Team mit PT da, also. Aber hier 93 mit Dani Alves hinten. Ich weiß nicht, ob er da so als RV den Unterschied macht. So. Und ihr kennt es. Nein! Ich hab's versaut. Jetzt geht's los. Jetzt kommt hier Dr. Arroganz. So, Kluivert. Nein. Oh Gott.
Ich will mich vergraben. So, den kann ich wieder gut machen. Die Schande von eben. Mit Suarez sind die Dinger halt drin. Schön reingewischt. Also mal spiele ich mit den Buttons und mal wische ich. Ich fühle mich immer beim Wischen sicherer. Die Longshots allerdings mache ich mit den Buttons. So, und hier, den will ich ins lange Eck. Den habe ich gewischt. Der war noch ein bisschen zu weit vom Tor weg. Hätte ich es nochmal probieren können. Nochmal ein Rainbow, so Ecke. Den wische ich auch immer. Und die treffen meistens. Wenn ich da die Buttons nutze, gehen die auch ganz oft, fliegen die Bälle raus aus dem Stadion. So, Suarez. Und den mache ich jetzt mit dem Schussbutton. Weil mit Suarez ist das aus der Position, aus der Entfernung eigentlich ein safes Ding. So, Isco, der macht den Rainbow. Und den Dropkick habe ich versucht. Und dann bin ich zu weit auf links gekommen. Hat auch keinen guten linken. Aber, was? So, Isco. Ich weiß nicht, wie gut er im Schießen ist. Versaut. Wenn ich den Eckball reinmache, war das jetzt nicht so schlimm? Nein. Unfassbar. Erst 3 Tore. So, Isco diesmal vernünftig. Und der geht rein. 0:4. Ben. Masterful. Bam. So, weiter geht's. Ronaldo über links. Den könnte ich eigentlich schon schießen. Oh, Mano. Oh. Hätte ich nicht schießen sollen. Hinterher ist man immer schlauer. Man hat so viel Zeit zu überlegen, während man aufs Tor zuläuft, was man denn macht. Und ganz oft trifft man halt die nicht richtige Entscheidung. Oder man hätte, oder anders, oder besser gesagt, man hätte eine bessere treffen können. So, Isco. Der muss rein, so langsam wird es hier. Nur 5 Tore bisher. Ich hätte mehr machen können. Ihr habt es gesehen, ich war nicht konzentriert genug in einigen Passagen. So, Suarez. Nochmal mit dem Rainbow und den Dropkick. Und dann im Nachschuss. Glück gehabt. 6. So, tolle Chance. Suarez, den muss ich mit dem Button der... Was? Oh. Das gibt's ja nicht. Hätte ich ihn mal... Siehst du, jetzt denke ich wieder, hätte ich ihn doch bloß gewischt. Ah, es bleibt bei 6. Hoffentlich noch eine Chance. Dann habe ich mein Minimalziel von 7. So, hoffentlich... Nein! Nein! Naja. 6 sind besser als nicht gespielt. An alle die, die hier es nicht schaffen, einmal täglich zu spielen. Es gibt immer 3 Ligapunkte pro Tag. Wer die nicht will, braucht nicht spielen. Flieg's raus. Ciao, tschüss und auf Wiedersehen. So, immerhin 6:0. Ich weiß, das war nicht so gut. Ich bin nicht der beste FIFA-Mobile-Gamer. So, meine 3 Spiele sind erledigt. Jetzt hängt es an den restlichen. Wir führen noch einen Zug mehr. Ich hoffe an alle die, wo hier noch die 3 steht oder nicht die 0 auf der rechten Seite. Ich hoffe, dass ihr wirklich jeden Tag spielt. Guckt euch das an hier, Leute. Na? Wer noch nicht gespielt hat, es ist erst 19:25 Uhr. Bevor ihr ins Bett geht, noch zocken. Bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss und auf Wiedersehen.